fragst dich, warum du unbedingt den Öko-Kalklöser, den Kalix Liquid von Proven, nutzen solltest, wenn du deinen Kalk zu Hause beseitigen möchtest? Warum nicht einfach irgendeinen anderen Essigreiniger oder warum nicht selber einen Reiniger zusammenmischen? Es gibt auch so viele tolle Rezepte mit ganz normalen, einfachen Haushaltsmittelchen, die man ja nutzen kann und sich selber ein Reinigungsmittel zu Hause mischen kann, für ganz günstig. Warum dann also eigentlich Proven? Das verrate ich dir. Ich habe nämlich ein Experiment gemacht. Ich habe nämlich zwei Eier genommen, zwei Marmeladengläser, einmal Proven Kalix Liquid und dann ganz normalen Essig, Haushaltsessig 25%. Was habe ich gemacht? Ich habe zum einen das Ei in das Marmeladenglas reingetan, 1:10 mit dem 25%igen Essig verdünnt und das Ei da reingelegt. Hier sieht man das auch, wann ich das letzte Mal gemacht habe, 14.06.2023. Und das gleiche habe ich auch wiederholt mit dem Kalix Liquid. 1:10, Ei rein und einfach Deckel zugeschraubt stehen lassen. Und ich habe einfach geschaut, was passiert. Nach 2 Tagen war die Eischale bei beiden weg. Wow, die beide lösen den Kalk. Aber es gibt da einen ganz, ganz großen Unterschied. Bei dem Marmeladenglas mit der Essigessenz sieht das Ei so aus. Es ist vollkommen weiß. Es springt auch rum. Das heißt, das Ei ist gekocht. Schauen wir uns mal das nächste Glas an. Und hier ist das Glas mit dem Kalix Liquid. Auch hier ist die Kalkschale komplett weg. Das Ei sieht aber anders aus. Das Ei ist in seiner Form erhalten geblieben. Die Eihaut ist erhalten geblieben. Die hat sich nicht verändert. Man sieht auch noch das Eigelb durchschimmern. Das heißt, das Ei ist hier nicht gekocht. Ich zeige beide nochmal nebeneinander im Vergleich. Und was sagt uns das eigentlich? Ganz klar, dass die Oberflächen, die säurebeständig sind, von dem Proven Kalix Liquid in der 1:10 Lösung nicht beschädigt werden, nicht weiter darüber hinaus auch arbeiten, sondern wirklich nur den Kalk lösen. Auf eine sehr, sehr schonende Art und Weise mit dem zusätzlichen Softclean, was mit drinnen reingemischt wird, hat es auch nochmal einen schönen Glanz, einen schönen Abperleffekt. Und du hast sozusagen auch nochmal einen Schutz oben aufgetragen, damit ja, der Kalk nicht mehr die Chance hat und die Neuanschmutzung sozusagen länger dauert, bis es überhaupt schafft, sich da dran zu haften. Also wie perfekt ist das denn bitte?